Ein ganz schönes Durcheinander. Wollen wir mal untersuchen. Dort liegt eine Nachricht. Stell dir vor, Mama hat schon wieder den Schlüssel für den alten Keller geklaut. Sie versteckt ihn bestimmt wieder im kleinen Schrank in ihrem Zimmer. Notiz, okay. Dann müssen wir jetzt zurück zur Mami. Und ich muss zurücklaufen. Bitte. Ja. Und ich dachte, wir bleiben dem Hutmacher eine Weile fern, aber naja. Jetzt tötet er uns wahrscheinlich. Das wäre so typisch Mondschatten. Du kannst mich mal, Hutmacher! So. Also grundsätzlich nochmal an alle, muss ich mal ganz kurz sagen, wenn ihr jemals eine Tür seht, vor dem man auf dem Boden seltsame pentagrammartige Symbole zeichnet, diesen Raum nie betreten, denn da kann nur ein Dämon dahinter sein lauern. Auch wenn es keine Dämonen gibt, aber man möchte ja nichts beschreien. Gut, ich muss jetzt den ganzen Weg zurückstiefeln. Können wir da eine Abkürzung nehmen? Gibt es hier irgendwie Abkürzungsmöglichkeiten? Da wirklich den ganzen Weg zurück da gehen? Naja, gut. Stellen wir uns dem Unvermeidbaren. So. Durch den Garten. Jabberwocky lebt auch noch da unten, so wie ich das mitgekriegt habe. Und ich glaube, hier können wir jetzt einfach die Treppe hochmarschieren, hoffe ich zumindest. Jawohl, ja. Dann wollen wir mal gucken, was die Mutti macht. Na oh. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. »Wer bist du?« fragte die Raupe. »Oh, gut, dass du kommst, Emily. Ich habe schon angefangen, mich zu langweilen. Dieses Buch kenne ich schon in- und auswendig.« »Ja, du stammst ja aus dieser Geschichte.« »Weißt du, ich bin dir etwas böse, weil du die Tür nicht geöffnet hast. Komm, Mädel, wir haben alle gesehen, was passiert, wenn wir es für dich geöffnet hätten.« »Jetzt musste ich sogar meine Mutter fragen, aber stell dir vor, die wollte sie auch nicht öffnen. Naja, wahrscheinlich liegt das daran, dass sie irgendwie dumm im Kopf ist. Man kann einfach nicht mehr vernünftig mit ihr reden, falls man es überhaupt jemals konnte.« »Stimmt's, Mama?« »Was ist denn, mein Kind?« »Du, Mama, warum hast du damals aufgehört, mir etwas vorzulesen? Wieso hast du mir meine Freunde weggenommen? Warum hast du mir verboten, aus dem Haus zu gehen? Warum hast du mich mein Leben nicht einfach so leben lassen, wie ich es wollte?« Oh, sehr gesprächig übrigens, diese Mutter. Soll ich jetzt weiterlesen, Maria? Weißt du was? Du gehst mir langsam auf die Nerven. Oh. So geht man nicht mit seinen Eltern um, liebe Kinder da draußen. Macht man nicht, das ist unhöflich. Du hast eigentlich auch eine kleine Strafe verdient. Überleg dir lieber gut, ob du die Tür nicht doch noch öffnest. Nein, das Spiel hat gesagt, ich darf die Tafel nicht wieder rausnehmen. Geh weg. Danke. Ich brauchte ein paar Minuten, um mich von diesem Schock zu erholen. Maria hat ihre eigene Mutter getötet. Zumindest nahm ich an, dass ihre Mutter nicht mehr lebte. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand in dieser unendlichen Finsternis überleben könnte. Maria hatte nicht mal mit der Wimper gezuckt. Sie hatte sogar gegrinst, als ob es ihr Spaß machen würde. Warum hatte sie so etwas Schreckliches getan? Es gab nur eine Erklärung für ihr Verhalten. Sie musste den Verstand verloren haben. Hatte sie etwas noch Schrecklicheres gesehen als diese Monster? Oder wurde sie von den Monstern kontrolliert? Oder war sie nachher schon immer ein Wolf im Schafspelz gewesen? Aus der Schule kannte ich nur die warmherzige, immer hilfsbereite Maria. Niemand würde erlauben... glauben. Niemand würde erlauben, dass dieses nette Mädchen so grausam sein könnte. Niemand würde glauben, dass dieses nette Mädchen so grausam sein könnte. Aber so schwer es mir auch fiel, es zu akzeptieren. Das war nun mal der Stand der Dinge. Und ich sagte mir, lass dich bloß nicht mehr auf ihre Spiele ein. Wenn sie das nächste Mal kommt, hau am besten sofort ab. Gut, das ist ein sehr bewundernswürdiges Vorhaben. So, und jetzt kommen wir nämlich endlich an den Schlüssel dran. Hier soll er ja liegen.
öffnen. Und tada. Rostigen Schlüssel erhalten. Auf seiner Rückseite steht Eingangshalle. Dort, wo ja die liebe Alice vorhin nachschauen wollte und, naja, hinter sich gleich wieder zugeschlossen hat. Kommt hier noch was? Nee, ich glaube nicht. Monstertechnisch dürfte das jetzt auch erstmal das gewesen sein. Also was uns jetzt jedenfalls direkt bedroht. Der rostige Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Okidoki. So viel zu dem Thema. Emily! Du musst mir sofort helfen. Hier ist irgendwas, ein Monster. Etwa dieses Ding mit dem großen Mund? Nein, ich meine, ich weiß nicht, ich habe nur so einen langen Tentakel gesehen. Eben kam er aus einem der Löcher. Oh nee, das wird doch jetzt hier kein Hentai, oder? Hentai, heißt das jetzt eigentlich Hentai oder Hentai? Da! Was ist mit der Tür? Die klemmt, bitte hilf mir, Emily. Ich lass mir was einfallen. Am besten du bewegst dich nicht, sonst entdeckt es dich doch noch. Unternimm etwas gegen die Tentakel, bevor sie Selina entdecken. Vielleicht lassen sie sich mit etwas bewerfen. Halt, ich kann nicht mehr speichern. Wollt ihr mich verarschen? Nach. Ups, Flasche nehmen. Super. Das heißt, ich glaube, damit haben sich alle Enden schon erledigt. Was? Ja, sicher, Freunde. Gut, dann halt noch das ganz gute Ende. Yippie! Selina wurde gerettet! Ich glaube, es kommt erstmal nicht wieder. Bist du sicher? Nein, aber versuch die Tür jetzt trotzdem zu öffnen. Wie kommt ihr da überhaupt in den Keller rein? Mit Schmackes, Mädel. Geht doch. Bitte pass auf dich auf, Selina. Verdammt, ich hätte vorher speichern sollen. Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Moment. Ja. Ach, Mann. Gut. Mal gucken, ob wir das dann noch hinkriegen, ja, alle Enden zu zeigen. Erstmal spiele ich jetzt auf das ganz gute Ende hinaus. So, was haben wir hier? Ach, wieder so eine Lampe, die da oben flackert. Okay. Decke rührt sich kein Stück. Anscheinend lässt sich hier die Stromversorgung steuern. Neben den Kasten hängt ein Zettel mit einer 55 drauf. Achso, jetzt doch mal wieder rumprobieren. Einfach alles mal wild durcheinander ausprobieren. So, jetzt haben wir 999. So. Ich weiß nicht, ob es hier ein bestimmtes Prinzip gibt. Da habe ich eigentlich immer nur rumprobiert, bis es irgendwann mal geklappt hat. Das Ganze ist auch spiegelverkehrt, was ziemlich blöd ist. Also 5 ist ziemlich übertrieben. Kann sich nur um Stunden handeln, Freunde. Moment. So, wenn wir nichts eingeben, haben wir 2. 16, wenn wir die 5 drehen. Dann mit der 8, 13, 17, 16, 81, 500, 77, 80, 85. Wir probieren mal was. So, das geht nicht. Einfach ein Steuerkreuz. So, dann die Variante mal. Wie sieht's da aus? Was ist nun los?
Irgendwas war gerade mit den Zahlen. Ich konnte nicht mehr richtig draufdrücken. Okay, muss ich dann halt die hier nehmen. Mein Nummenblock ist gerade schon wieder ein bisschen am Aushaken. Gut, probieren wir es hier oben durch. So, jetzt geht auch der Nummenblock wieder. So. Kann sich nur um Stunden handeln, Freunde. Ich glaube, Tetris-Formationen hier zu praktizieren ist nicht gerade das, was man zur Lösung des Rätsels braucht. 58 und 55 brauchen wir. 54, 55 brauchen wir. Ich verstehe den Sinn nicht dahinter. Da schließt sich mir jetzt wirklich nicht so. 54, einer fehlt. Ach, schön. Okay, nochmal von vorne. 4. Machen wir es mal die Reihe. Haben wir 79. 76. 81. 17. 21. 107. 341. Ein bisschen viel. So. Nope. Wenn wir jetzt das Steuerkreuz... Yippie! 55! Awesome. Ich sag doch immer, probieren steht über... Studieren. Ich hatte 55. Achso, wir müssen noch drücken. Na klar. Machen wir doch. Drücken! Bam! So, und dann öffnet sich doch auch. So, und diesmal speichere ich vorher. Nach nicht wieder reinlaufen. Emily, komm jetzt. Konzentration auf die letzten Meter. Okay. Hallo. Oh, wir gehen gleich wieder. Adios. Du bist ja ganz schön unhöflich. Du bist unhöflich. Du hast deine Mutter aus dem Fenster geworfen. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oh, wirklich? Dabei wollte ich dir etwas Interessantes zeigen. Caro! Das bist du gewesen, oder? Warum machst du sowas? Ich hab doch gesagt, dass du eine kleine Strafe verdient hast. Was hat Caro damit zu tun? Lass sie sofort raus. Das würde ich ja gerne, aber ich kann leider nicht. Sonst würdest du ja nicht mehr mit mir spielen. Was? Das sieht nie gut aus. Die arme Caro wird noch ertrinken, wenn du nichts unternimmst. Caro! Ich hab ein paar Hinweise versteckt. Auf dem letzten steht eine Nummer. Damit kannst du die Maschine abstellen, mit der das Wasser in den Raum gepumpt wird. Bin ich nicht nett? Du! Ach, Emily, du hast doch jetzt keine Zeit zum Diskutieren. Der erste Hinweis lautet, suche die verbotene Frucht. Das wirst du bereuen. Worauf wartest du noch? Hier geht's lang. Das wirst du bereuen, du blöde Schlampe.